Hallo und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077 und dem Beagle. Also, wir sind eingebrochen und das war, also, wie soll ich sagen? Das geht unauffälliger, das weiß ich. Ich weiß, dass das unauffälliger geht. Aber es ist mir egal. Ich knall lieber alles ab, dann habe ich meine Ruhe. Ist einfach... hast du ein Glück. Dass ich gerade meine Waffe nicht schneller ziehen konnte. Ich will eigentlich immer Sachen aufheben, aber weil ich zu früh drücke, lädt sie halt nach. Das ist ein bisschen doof gelöst. Was heißt doof? Also man hätte es halt ein bisschen... Ja, die guckt mal draußen nach. Kumpel, guck einfach mal draußen nach, wie es da aussieht. Nicht gut. Alles voll. Eindringlinge der Gegner in Alarmbereitschaft. Wo denn? Bist du mir hinterhergerannt, Kumpel? Mein Splitter. Wir haben schwere Verluste! Habt ihr schwere Verluste? Ist das so? Einheit verloren! Ja, ist in Ordnung. Ich bin unaufhaltsam. Ist er jetzt tot oder? Ich sehe die gerade gar nicht so richtig. Try it, baby, try it. Komm her. Komm mal nahe zu mir. Komm mal ganz nah bei mir. Damit ich ins Knie schießen kann. So. Ich habe hier. Oder habe ich dich schon gelootet? Ich habe dich einfach schon gelootet. Naja. So, was haben wir denn hier noch? Also ohne... Hätte ich das Ganze wirklich Stealth gemacht, wäre ich an den ganzen Loot nicht gekommen, ja? Eindringling! Eindringling! Die Kamera hat mich erwischt. Und jetzt erwischt mich irgendjemand so. Wer sieht... Was sieht mich hier? Die Kamera? Okay. War nun, ne? Hab ein bisschen aufgeräumt hier in der Halle. Muss ja auch mal sein. Jetzt habe ich nämlich wieder Kohle. Ich hoffe, dass ich hier einigermaßen zügig durchkomme. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof. Sie ist hier irgendwo. Sie ist hier irgendwo. Ich will Kameras. Ich habe doch gerade irgendwas, wo ich überhitzen. Waffenglitch. Verseuchung. Was ist das? Also. Wo seid ihr denn alle? Ach so, ist da oben. Aber wo ist der Rest? Kumpel, wo bist du? So, kann ich hier hochklettern irgendwie? Ich will nämlich den Loot von dem Typen haben. Und der da oben hier? Da war hier gar niemand. Extra. Fuck, 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 sagt der. Fuck, fuck, fuck. Ist der so schnell oder wie? Hier ist irgendwo eine Kamera. Nee, das ist nicht die Kamera. So. Welche Kamera entdeckt mich denn hier die ganze Zeit? Einschalten. Nee, diese Kamera ganz bestimmt nicht, denn die ist aus. Naja, was soll's. Am Ende des Tages möchte ich ja alle erledigen, um Kohle zu kriegen. Einfach alles umbringen, was geht, um in die Kohle zu kommen, Leute. So sieht's aus. Ah!
Aber das ist auch gut für mich, also alles gut. Ich muss mal gucken, ach, da oben. Sag mal, lächerlich. Achso, ich wollte mal was gucken. Ist zwar gerade eine etwas ernstere Situation, aber ich muss gucken, ob ich Katzenfutter habe. Ihr versteht es nur, wenn ihr es versteht. Also, wo finde ich Katzenfutter? Ist das eher so unter Essen? Verbrauchsgüter? Kann ich eine Suche starten? Name. Okay. Selbstgebrannter. Chateau de Lyon. Holubitz. Was könnte denn Katzen... Ich hab Katzenfutter! Ich kann das essen. Egal. Wichtig ist nur, dass ich das Katzenfutter habe für die Katze. Sonst hätte ich nämlich danach suchen müssen, Leute. Irgendwo da oben. Ups. So. Okay. Okay, der Festwagen tanzt jetzt nach unserer Pfeife. Könntest damit nach Tokio fliegen. Ah, vielleicht tue ich das. Gut gemacht. Nein, gut gemacht. Jetzt bin ich dran. Siehst du das? Absolutes Chaos. Sogar das Dach öffnet. Hey, das Dach. Dort kannst du raus. Okay. In der Nähe gibt es kleinere Gebäude. Über die kommst du runter. Gut. Also war das sein Job und mein Job ist... Ja, gut. Er hat also den schwierigen, den leichten Job gehabt und ich habe den schwierigen gehabt. Aber dafür hat mein Job ziemlich viel Loot abgeworfen, also alles gut. Oh Gott. Das hat funktioniert. Hat es. Sehr gute Arbeit, nee. Okay, was jetzt? Jetzt ziehen wir uns in den Schatten zurück. Oh. Üben uns in Geduld. Gut, ich will eine Katze. Ich melde mich vor der Parade bei dir. Bis dahin, halt dich bloß von Ärger fern. Als hätte ich nicht schon genug. Play it safe. Geh anderen Hinweisen nach, während Takemura seine Vorbereitung trifft. Ich hab da tatsächlich was. Ich muss aber wissen, wo hier in der... Ach, da vorne, das ist gut. Was habe ich denn an Nebenquesten? Ich habe noch neue Aufträge. Beat on the Bread will ich nicht. Beast in Me. Besuche Claire tagsüber. Das will ich auch nicht. Ich werde keine Autorennen machen, Leute. Aufträge... das ist eine neue. Das ist eine neue. Dog, eat dog. Zur Grenze, dog. Das ist ja die für, ja. Nee, das bringt mir nichts. Das ist eine neue. Cool. Don't lose your mind. Kann ich immer noch nicht machen. Das ist eine neue. Das ist keine neue. Shoot to thrill. Geht zu Wilsons Schießstand. Das ist eine neue. Ja. Habe ich noch einen Fähigkeitspunkt? Natürlich nicht. Wir gehen erstmal in unser Apartment zurück, wegen der Katze. Wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich einmal im Apartment links abbiegen. Oh Gott, wie komme ich da hin? Über den direktesten Weg. Oh mein Gott, Kumpel, was ist falsch mit dir? Wenigstens vernünftige Klamotten wären noch drin gewesen. Oh Gott, das Oberteil, Leute, das Oberteil. Kannst du dir nichts anderes leisten? So viel zum Thema, die Konzerne sind für alle gut, ne? Okay, also, Kumpels, wir wollen... Kumpels. Ich war noch irgendwie bei dem Typen da. Arasaka Tower, Metro Central. Wo ist nochmal mein Apartment? Color Street? Nee. Nee, wo ist nochmal mein Apartment? Mega-Gebäude. Ist das mein Apartment? Ja. Ich glaube, ja. Das müsste mein...
Und dann schauen wir uns mal die Nebenquests an, die da neu zugekommen sind. Vielleicht können wir dann ja endlich irgendwann Don't Lose Your Mind machen. Poets of the Fallen hat ziemlich unser Gespräch auf dem Dach. Nur ein Bild, keine Perle der Bushido-Weisheit. Behalte das als Warnung. Wie, ich kann mit Takemura flirten? Anscheinend nicht. Er will nicht. Na gut. Aber das war, glaube ich, nicht, wo ich... Das war es nicht. Aber ich dachte, Takemura wäre keine Option für mich. Metro... Leute, ich bin verwirrt. Wo ist mein Apartment? Wo ist mein Apartment? Ah, Megagebäude. Für das ich zwar schon längst keine Miet mehr bezahle, aber... So, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, muss ich von meinem Apartment links lang und dann müsste da eine Katzenschüssel sein. So, hier lang und dann müsste hier irgendwo eine Katzenschüssel sein. Oder nicht? Kacke. Ne, warte mal, wo ist mein Apartment? Hier. So. Hm. Ah. Hab ich jetzt? Oder wie? War ich hier je in dem Gang drin? Habe ich jetzt irgendwas missverstanden? Journal. Journal ist bizarre. Yukai. Der Tag, an dem der Tower fiel. Kann ich nicht kürzlich eingesammelt? Literatur, Religion, Notizen. Notizen. Das könnte natürlich auch eine Notizkarte füttern. Jemand muss den Kater füttern. Er frisst nur das besondere Katzenscope mit Tofu-Thunfisch. Auf der Verpackung steht Katzenfutter. Und du musst es ein bisschen zermanschen. Und dann genau lang in den Sapper stecken. Und wenn er es nicht frisst, kipp ein klein wenig Nikola rein. Aber sei vorsichtig, wenn es zu viel Nikola ist, dann kotzt er es gleich wieder aus. Einfach pss, 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 sagen und er kommt angerannt. Okay, wie mache ich das? Ich will das machen. Wie mache ich das? Hi, Schatz. Oh. Aber wo ist die Katze? Leute, wo ist sie? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Leute, habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Ein neues Gebiet wird betreten. Reese Apartment. Ich
weiß ja nicht. Kann ich... Warte mal, ich muss mal was gucken wegen der... Die können mich doch nicht hier rausschmeißen, oder? Okay, ich werde jetzt mal ein bisschen schlafen. So eine Stunde. Und dann gehe ich nochmal nach der Katze gucken. Vielleicht habe ich ja irgendwas falsch gemacht. Nee, nur ein Stündchen, nur ein Stündchen. Okay, bist du da? Nein, habe ich was falsch gemacht? Habe ich das Katzenfutter... Ach, ich bin im falschen Ding. Inventar, Rucksack. Da schnurst du im... Okay, aber wie? Wie benutze ich es denn? Leute, wie? Habe ich... Was habe ich jetzt verpasst? Es wird benötigt. Irgendwas muss ich verpasst haben, Leute. Oh, goddammit, ich weiß es nicht. Nimm mal mit. Kannst du nicht? Ich verstehe es nicht. Ist das eine Quest oder was? Warte mal. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber... The Beat King and Sweet Dreams, Don't Lose Your Mind, Take the Beast, Shoot the Thrill, Fool, Psycho Killer. I'm a psycho, I'm a psycho, I'm a psycho, I'm a psycho. Entschuldigung, Poets of the Fallen hat ein ziemlich geiles Lied geschrieben für... Leute, ich muss einmal nachgucken. Okay, anscheinend dauert das ein bisschen länger als eine Stunde, bis die auftaucht. Aber ich hab doch das Futter... Hab ich das jetzt wirklich dahingestellt? Also sie geht nicht mehr da dran, also gehe ich davon aus, dass ich es getan habe. Also schlafen wir halt jetzt nochmal eine lange Runde. Die Katze haben wir nämlich schon öfters gehabt. Jetzt einmal bei Takemura und dann auch bei, am Anfang, als ich da zum Cyberdog gegangen bin, ich weiß gar nicht, wie er hieß, wo auch Misty ist, da haben wir sie schon gestreichelt. Ich glaube, ich habe so eine schöne Connection zu dieser Katze. Sagt der Beagle, der eigentlich eher ein Hundemensch ist. Takemura, ich habe keine Zeit. Die Parade wird bald beginnen. Sieh mal. Ich warte, wo wir vorhin sieh mal. Waren. Siehst du das? Bei den Ständen? Komm. Handel dir nur kein Ärger ein. Ja, ich sehe es. Oh mein Gott, hi. Das ist noch in Plastik, das Futter. Oh, wir haben eine Katze adoptiert. Das war's wohl. Das war's wohl. So war's das. Johnny, warum? So, Leute, wir haben eine Katze. Ich habe eine Freundin, eine Katze. Was will man mehr? Aber warum darf ich nicht mit Johnny reden? Seht ihr, Leute, eigentlich hätte Johnny daneben sein müssen. Naja. Vielleicht ist das jetzt blockiert worden, weil... Ach so, ich habe eine Nachricht von River gekriegt. Kann ich dem irgendwas richtig unhöflich? Ich werde den Kontakt einfach einschlafen lassen. Das ist ja kein Thema, ne? So, wir haben eine Katze, Leute. Mehr wollte ich nicht. So. Nee, wo sind denn jetzt die neuen Nebenquesten? Sind die jetzt weg oder wie? Don't lose your mind, kann ich nicht machen. Nein. Ich hab Quatsch.
Ich hab eine Katze. So ziemlich die letzte Katze in Night City, die hab ich mir erobert. Zack. Mal sehen, was uns da erwartet. Weil wie gesagt, ich möchte auch so ein bisschen noch weitermachen. Oh, ich hab gar nicht mehr auf den Timer gedrückt. Glück für euch. Ich glaube, ihr kriegt dann heute 3 Minuten eher. Mehr, nicht eher. Mehr, eher, mehr, mehr, eher, eher, mehr, mehr, eher. Hey, Keule, ist hier hell am Platz? Ist das keine Bar hier? Da, aber es ist unsere Bar. Steh auf, wir gehen spazieren. Hey, lasst ihn in Frieden, Cabron. Wie? Bring den Ärschen bei, wie man sich in meiner Bar bin. Wow. Komm, das geht dich nichts an. Du hast Pippe gehört. Zeit für einen Spaziergang. Verpiss dich. Oder du kriegst ein Klingenimplantat in die Rippe. Warte mal, ich kenn die Tussi. Hat auf uns geschossen, damals, als Gustavo einen abbekommen hat. Sieh, das macht die Sache gleich viel interessanter. Ei. Wie schlage ich denn? Und die Leute, wie schlage ich? Achso. Aua. Wer will noch aufs Maul? Was ist denn passiert? Gar nichts. Gab ein Problem. Aber das ist jetzt gelöst. Sie haben sich auf ihn gestürzt wie Haie, die frisches Konzernblut riechen. Hätte böse ausgehen können, wie? Tja, nicht alle Helden tragen Umhänger. Lass uns auf dich trinken, Heldin. Geht aufs Haus. Das ist alles, was du mir gibst, ein Drink? Dazu sage ich nicht nein. Auf das Glück und den Wohlstand. Müde? Und ob? Ich schieb eine Doppelschicht. Ohne Pause. Überstunden, um das Gehalt aufzubessern? Nö. Will bloß nicht nach Hause. 10 Jahre waren wir verheiratet. 10 Jahre! Und plötzlich bin ich nicht mehr gut genug. Hat sich einfach nebenher einen ins Bett geholt. Aber hey, wo wir gerade übers Geld sprechen. Brauchst du Arbeit wie? Gut bezahlte Arbeit. Was soll denn abknallen? Erzähl mir alles. Es geht um meine Frau, ja? Ihr Name ist Cynthia. Sie betrügt mich, ganz sicher. Aber die Frage ist, mit wem? Jetzt kann ich es entweder weiter in mich reinfressen oder eben jemanden wie dich anheuern, um das zu regeln. Sicher, dass sie fremd geht? Zum einen macht sie momentan ziemlich viele Überstunden, aber ich weiß, dass das gelogen ist. Ich habe sie mal im Büro angerufen, aber sie war nicht da. Außerdem haben wir ein Kind zusammen. Aber es sieht überhaupt nicht aus wie ich. Andere Haare, andere Augen, einfach alles. Früher konnte man sowas testen lassen. Aber mit der Technik heutzutage kann man jeden Test umgehen. Warum willst du wissen, wer es ist? Was erhoffst du dir? Was ich mir erhoffe? Was für eine Frage ist das denn? Eine ganz einfache. Also? Ich will ihm in die Augen sehen und fragen, wie es ist, die Frau von einem anderen zu knallen und eine Ehe zu zerstören. Ich werde sie beschatten, ihr auf Schritt und Tritt folgen. Weißt du, wo ich sie finden kann? Sie arbeitet in der Nähe. Ich gebe dir die Adresse. Macht bestimmt gerade eine Raucherpause. Sie raucht wie ein brennender Autoreifen. Wie die Hälfte dieser Stadt. Also, sie trägt heute eine pinke Jacke und eine blaue Handtasche. Was ist das für eine Farbkombi? Farbenfroh. Sie putzt sich gerne raus. Da macht man ihr Geschenke. Zum Geburtstag, zum Jahrestag. Und was bekommt man dafür? Hm? Okay, gut. Ich mach's. Du bist eine Heldin. Naja, kommt drauf an. Das bedeutet mir eine Menge. Dann wollen wir mal. Schummrige Bars, Verrat, eine verführerische Frau. Alles wie in einem Schundroman. Ja, ne? Pepe war es gewohnt, den Klagen seiner Kunden zuzuhören.
Doch diesmal war er es, der etwas loszuwerden hatte. Hast du sowas gelesen? Es war die gleiche Geschichte wie immer. Eine untreue Frau in einer Stadt der verlorenen Herzen. Fertig. Ich muss mich konzentrieren. Johnny hat auch Alan Wake gespielt. So, also, wollen wir mal gucken. 200 sind jetzt nicht so lang, um extra das Motorrad auszupacken. Boah, aber da ist noch so ein Typ. Gott. Die Klamotten sind so furchtbar, die sie den angezogen haben. Ganz schlimm, egal in welchen Farben. Vista del Rey. Warte mal. Wenn ich 41 bin, habe ich dann noch einen neuen... Nein. Ich machte mich also auf den Weg, die Frau zu finden. Die Frau mit pinker Jacke und dem schmutzigen Geheimnis. Hör auf, Johnny. Ups. Fiona Grohman. Kelly Yates. Nicht sie, dachte ich. Die falsche Jacke. Kein Schuldgefühl in ihrem Blick. Bist du irgendwie doof? Scheiße, das ist noch kitschiger als deine Songs. Aya Shanada. Da, pinke Jacke und Dings, ich seh's. Da war sie, die Frau in Pink. Herzensbrecherin, gehüllt in kaltblauen Zigarettenqualm. Ich folgte ihr. Die Leiden der Jungen wie. Bist du bald fertig? Ich kam zu nah, hab sie beinahe verschreckt. Vorsicht ist eine Tugend. Ich weiß, ich weiß. Johnny, er redet mit mir. Er ist aber nicht da. Also sie macht jetzt gerade Mittagspause und geht jetzt wohin? Sie hat keine blaue Tasche, Leute. Hier ist eine Nebenquest. Was ist denn hier für eine Nebenquest? Raymond Chandler, Wolke Pepes Frau. Nee, da ist noch eine Nebenquest. Ach, es tut mir leid, ich habe keine Zeit. Tut mir leid. Ich bin gerade auf. Die Frau sah sich um. Irgendwas lastete auf ihr. Vielleicht war es mein Blick. Mach weiter und ich kotz gleich. Ende der Geschichte. Meter sind doch ein guter Abstand, oder? Ich müsste mal wieder Sachen verkaufen gehen, aber dazu habe ich jetzt natürlich auch keine Zeit. Wo geht sie hin? Shit. Die Frau sah einen Penner, machte einen Bogen um ihn. Sie wollte ihr Kleid nicht beschmutzen. Ihr Gewissen war befleckt genug. Im Ernst, womit habe ich das verdient? Frau verschwand in einem Gebäude, das ähnlich wie ihr Gerüst aus Lügen bald in sich zusammenbrechen würde. Ach, oh, vielleicht gut, dass ich bald tot bin. Oh la la. Mach
machen wir das jetzt so? So in Flagranti erwischen? Hey, hey, du, was machst du hier? Fuck, Cynthia. Du solltest doch aufpassen, dass dir keiner folgt. Dein Ehemann schickt mich. Sein Verdacht hat sich bestätigt. Moment, nein. So ist es nicht. Ich kann alles erklären. Also los, lass mal hören. Erstens ist er nicht mein Input. Er ist mein Ripper, spezialisiert auf Schönheitschirurgie. Ein Arzt. In dieser Absteige. Ich weiß. Also, vor ein paar Jahren gab es einen kleinen Unfall. Das Opfer... Ich meine, die Angehörigen sind noch nicht darüber hinweg. Deshalb muss ich so arbeiten. Moment mal. Was ist mit dem Kind? Das ist es ja. Ich habe nicht immer so ausgesehen. Ich hatte ein komplettes Bodysculpt. Haut, Haare, Augen, alles. Nur die DNA, die lässt sich nicht umschreiben. Deshalb sieht unser Sohn so anders aus, als Pepe gedacht hat. Es ist nicht, weil der Junge einen anderen Vater hat, sondern weil seine Mutter sich selbst nicht mehr ähnlich sieht. Aber warum das alles? Was glaubst du denn? Weil ich eine reiche, gelangweilte Konzernschlampe bin? Wir alle haben unsere Geheimnisse. Etwas, das wir tief, tief begraben wollen. Ich hatte viele davon. Und ich kann sie mit keinem teilen. Auch nicht mit meinem Mann. Ich hätte Pepe das alles erzählen sollen, aber es war nie der richtige Zeitpunkt. Und jetzt, da ich wieder schwanger bin, es war nicht geplant. Bitte, sag ihm, dass ich... Ja? Ich weiß nicht, was ich ihm sagen will. Vielleicht, dass es mir leid tut. Dass das Leben ein absurdes Theater ist. Bitte, geh. Mit dem Drama hat sie jedenfalls recht. Was soll ich ihm jetzt erzählen? Hey, yippie-yay, du bist nochmal Vater? Soll das zum Gebäude gehen? Oh. Na gut, das ist Pech, ne? Was erzähle ich Pepe denn jetzt? Alles erledigt. Ich bin deiner Frau in eine abgehalfterte Wohnung gefolgt. Drinnen wartete ein Mann. Oh, komm! Wusste ich's doch. Und? Was noch? Gar nichts wusstest du. Sie hat dich nicht betrogen. Zumindest nicht so, wie du denkst. Was? Wie denn dann? Sie war bei einem Ripper. Für ihren Scan. Ihre Haut, Haare... Augen. Das sind alles Implantate. Deswegen sieht mein Sohn so aus? Ganz genau. Das kann doch nicht sein. Verdammt! Wie kann sie ihrem Mann so etwas verschweigen? 10 Jahre lang! Es geht nicht um die Farbe ihrer Haut oder wie auch immer. Sie hat mich belogen. Wie soll ich ihr je wieder vertrauen? Ja, sie hat etwas vor dir verborgen. Ja, sie hat dich angelogen. Aber diese Frau liebt dich. Weißt du, wie wertvoll das in dieser Scheißstadt ist? An deiner Stelle würde ich nicht so hart mit dir sein. Ja, ja. Schätze, du hast recht. Zumal du nochmal Papa wirst. Auf jeden Fall danke. Was ist für dich? Für die Mühe. Bist einer von den Guten. Leb wohl. Stille legte sich wie eine Decke über die Stadt. Und erstickte die Schreie nach Liebe. Wo stehst du? Es war Zeit für einen Drink. Na also, ein Happy End. Taugst ja doch als Erzähler. Okay. Okay. Meine Lieben, ich mache dann jetzt hier einen Cut rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein.